Tag Leute, ich bin's wieder, euer All-Star mit einer neuen Episode von Paper Mario Legende vom Millionentor. Ja, nicht wunder, wir sind wieder im Blütenweiler, weil ich habe jetzt beschlossen, die Sternsplitter nachzuholen, die wir entweder vergessen haben oder nicht erholen konnten, weil sie mit einer Bodenplatte verbunden waren, ne? Und ja, so jetzt bei Kap ab nach Kapitel 3 würde es für, halt wirklich mal Zeit, da bei Kapitel 2, 1 und 2 zu suchen, ne? Ich weiß jetzt schon, dieser Part für mich ziemlich lang sein wird, für euch, naja, geht so, weil ich werde das meiste rausschneiden. Den ersten Sternsplitter habe ich jetzt zumindest schon mal geholt. Und ich werde jetzt immer so nebenbei nachschauen, wo die alle sind. Der nächste Sternsplitter befindet sich vor dem Tor, das einen zur Geröllburg leitet. Einfach eine Stampfattacke ausführen, dann hat man das Ding schon, ne? So, wir sind wieder im Baum der Bubus, denn hier im blauen Käfig gibt es ebenfalls eine Bodenplatte. Eigentlich ein Sternsplitter, den ich schon längst hätte haben können, aber naja, besser später als nie. Hier im Raum, wo man die zwei Röhren hat, ist noch ein weiterer Sternsplitter versteckt. Arionas Haus haben wir bis jetzt noch gar nicht so richtig betrachtet, oder? Denn es gibt da ja noch das Nebenzimmer, ne? Wo wir erstmal nicht rein durften. Da befindet sich nicht nur eine Schatztruhe, wo der Superstar P drin ist, mehr Sternenergie nach Schauinlage eines Partners, sondern auch noch eine Bodenplatte, wo sich der letzte Sternsplitter für diese Folge befindet. Und der Superstar P, das ist natürlich unbedingt ein Orden, den ich nutzen würde. Ja, das soll es aber mit den Sternsplittern erstmal gewesen sein. Ich dachte mir, ich mache jetzt noch so eine kleine Filler-Folge, wo ich die ganzen Sternsplittern aus den vergangenen Kapiteln nachhole. Ist ja nicht umsonst ein 100% LP. Und im nächsten Part werden wir dann das vierte Kapitel angehen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ups, da habe ich doch tatsächlich die Partzeit verpennt. Wenn ich das jetzt so abgesprochen hätte, dann wären wir jetzt bei 2 Minuten gewesen. Und ja, so lang kurz würde ich meinen Part nicht machen, ne? Deswegen beginnen wir heute schon mit Kapitel 4. Aber zuerst tausche ich meine Sternensplitter bei ihm hier um. Jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge, ne? Wow, ich könnte mir sogar einen Kraft-Plus-Orden holen. Na, da schlage ich doch zu. Dann nehm ich noch den Blumenregen mit. Das heißt, dass wir nach einem gewonnenen Kampf mehr Blütenpunkte finden, ne? Also ihr kennt das ja bestimmt, das sind ja schon immer mal wieder Blütenpunkte rausgefallen und also es kommen ja nach dem Kampf mal zufällig Blüten raus und die geben dann noch einen Blütenpunkt. So, aber wir sollen nach einer, ja, nach einer Röhre suchen, ne? Die uns nach Düsterdorf bringt. Das klingt schon mal richtig düster. Naja, aber passt ja. Wir haben jetzt bald Halloween. Und ja, da bietet sich das natürlich an, ne? Und ich weiß auch ganz genau, wo diese Röhre schon ist. Und zwar, wir müssen hier runter. Und zwar in dieses abgelegene Zimmer hier, wo noch sich noch eine Science Sprite befindet. Bringt eigentlich einen diese Röhre hin, ne? Achso, in den Hintergrund. Ist da irgendwas Besonderes? Ich gehe jetzt mal. Oh, da ist was Besonderes, ein Sternsplitter. Na, den nehme ich doch gerne mit. So ein kleines Jump'n'Run-Spielchen hier. Wie in den klassischen Mario Brothers Teilen, ne? Aber ist nicht unbedingt schwierig. Trotzdem falle ich runter. Zumindest lande ich hier. Das war bei den Rückweg. So. Und hier drin ist die Röhre und ein Schild. Schieß dort auf. Na dann, rein da. Die Röhre hat mich ausgespuckt. Die Röhre wirft dich wieder zurück. Bitte was? Wieso das denn? Vielleicht weiß der Professor Gumbart Bescheid. Geben wir ihn gleich mal Fragen. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass wir jetzt nicht nach Düsterdorf kommen. Ich meine, sonst wäre ja das ganze Land am Arsch. Dann könnten wir die Sternjuwelen nicht finden, ne? Aber Professor Gumbart hat ja normal bekanntlich auf alles eine Antwort. Also von daher
Fragt ihn doch mal. Mann, heute ist aber auch echt der Part der Schnibbeleien, ne? Naja, jetzt sind wir ja zumindest dort, also. Professor, wir waren in dieser Röhre nach Düsterdorf, aber... Die spuckt uns einfach wieder aus. Ich glaube, die ist kaputt. Was? Dann kann ich in die Röhre hinein? Da weiß ich auch nicht weiter. Na toll. Aber, Moment mal. Ja. Aber, Moment mal. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Irgendwo in Rohlingen soll jemand aus Düsterdorf wohnen. Der müsste doch eigentlich wissen, wie man durch die Röhre gelangt. Wie war doch gleich sein Name? Genau, er heißt Finstus. Und er treibt sich meist in finsteren Ecken hier rum. Neulich habe ich ihn hier in der Nähe rumlungern sehen. Sucht also nach Finstus. Ja, ich glaube, ich weiß auch schon, wer das ist. Und zwar der Typ, der sich hier versteckt hält. Hey, du. Genau, ich bin Finstus. Was willst du von mir? Was? Willst du wissen, wie man durch die Röhre nach Düsterdorf kommt? Ganz einfach, du musst etwas bei dir tragen, worauf dein Name steht. Hast du etwas, worauf dein Name steht? Warte, ich schreibe dir etwas. Wie heißt du? Mario, dann schreibe ich dir das hier hinten drauf. Okay. Erledigt. Und nur noch für deinen Partner. Wie heißt du? Dragon. Ui, das kitzelt. Naja, da fehlt zwar ein N, aber ich lasse mal so gelten. Was auch immer ihr in Düsterdorf wollt, ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich fürchte, das werdet ihr brauchen. So, ist das so gefährlich? Ich habe schon viel gefährlichere Dinge in meinem Leben bisher erlebt. Ich bin der Champ der Falkenheim Arena. Da werde ich mich doch jetzt nicht davor fürchten. Na dann, vielleicht kriegen wir es ja diesmal hin, nach Düsterdorf zu kommen. Zeit wird, bis die Krusionen noch auf den Trichter kommen. Wobei, die müssen das ja eigentlich schon wissen, ne? So. Also die müssen ja wissen, wo die Sternjuwelen sind. Also, rein da. Und diesmal scheint es zu klappen. Und damit beginnt Kapitel 4. Die Glocke der Spukabtei. Junge? Da fehlt irgendwie noch ein paar Wörter. Der Buchstaben. Und hier ist es wirklich düster. Die Schweine mit roten Augen. Die gruselige Raben. Oh Mann, ist das gruselig hier. Das ist also Düsterdorf. Oh. Ich habe schon lange keine Fremden hier gesehen. Kommt ihr von weit her? Oh, ich sehe es euch an. Ihr seid ganz bestimmt Abenteurer. Aber ihr habt einen ziemlich schlechten Zeitpunkt gewählt, um hierher zu kommen. Andererseits, für Abenteurer könnte es vielleicht ganz spannend werden. Was? Was soll denn das? Schlechter Zeitpunkt? Wir krauschen, wenn ich nur daran denke. Eine Glocke. Oh nein, schon wieder die Glocke. Entsetzlich, wenn es wohl diesmal trifft. Er hat sich in ein Schwein verwandelt. Hey, aber was war denn das? Oh, diesmal hat es Freddy erwischt. Freddy? Freddy Faulig von Lazy Town? Das ist, was mit ihm passiert. Wer bist du denn? Ich bin der Dorfvorsteher. Und ihr seid sicherlich Reisende. Ihr solltet mit mir in mein Haus kommen. Dort können wir in Ruhe reden. Mario läuft einfach mal durch das Schwein durch. Na dann, erzähl mal. Ich würde euch so gerne in unserem Dorf willkommen heißen. Aber leider... Wie ihr seht, ist ein Fluch über unser Dorf gekommen. Ein Fluch? Also, tief in dem Wald hinter unserem Dorf ist ein uraltes Gebäude, die Spukabtei. Dort lebt ein Geist, der diesen Fluch über uns verhängt hat. Immer wenn die Glocke dort läutet, wird einer von uns in ein Schwein verwandelt. Alle deine Lieben werden plötzlich zu Schweinen und du weißt nie, wann es dich selbst treffen wird.
Vor lauter Angst kannst du nachts kein Auge zu tun. Natürlich, es ist in diesem Dorf schon immer ziemlich düster gewesen. Aber wenn das so weitergeht, gibt es hier bald nur noch Schweine. Rate euch also, verschwindet lieber, bevor es zu spät ist. Auf keinen Fall! Wir müssen zuerst etwas finden. Kannst du uns vielleicht irgendwas über die Sternjuwelen sagen? Das Stirnjuwel? Ich weiß nichts Genaues, aber in der Spukabtei. Ich hab mal gehört, dass die dort irgendeinen roten, sternförmigen Stein anbeten. Bingo! Das muss unser Sternjuwel sein! Ihr wollt doch nicht etwa... Wollt ihr wirklich zur Spukabtei gehen? Was für eine Kühne. Wir haben keine andere Wahl, ansonsten sind noch mehr verloren außer dieses Dorf. Aber es ist schon ein tragisches Schicksal, oder? Alle werden in Schweine verwandelt. Mit den Raben kann man, glaube ich, auch reden, ne? Aber die sagen nicht wirklich was. Immer gucken, ob es hier zufällig Bodenplatten gibt. Hier sind auf jeden Fall ziemlich viele Sträucher. Also, einen Gärtner scheint es ja offenbar nicht zu geben. Wobei, selbst wenn. Gleich ist er schon in ein Schwein verwandelt worden. Oh, ein Sternblätter gibt es ja aber. Der Baum ist nichts. Der hat ja nicht mal Blätter. Also hier ist wirklich der perfekte Ort, um Halloween zu feiern. Was ja auch nicht mehr so lange dauern wird. Der hat keine Bodenplatte? Wie sich das wohl anfühlt, ein Schwein zu sein. Oder ob man einfach gar nichts mehr fühlt. Ach, ich mag nicht mehr dran denken. Also ich denke schon, dass man noch was fühlt. Ich meine, Schweine haben auch Gefühle. Geht bei dir so. Die Dunkelheit hier macht einen irgendwie depressiv. Da ist es eigentlich egal, ob man Schwein ist oder nicht. Der hat hier sogar Knoblauch hängen. Ihr seht zwar alle aus wie Vampire, aber ihr seid wohl keine. Ja, hier können wir nicht mit den Raben reden. Die sagen doch sowieso nichts Intelligentes. Hier ist das Toadhaus, aber das habe ich im Moment sowieso nicht nötig. Oder? Ja, und mir fällt ein KP, wow. Das sind sogar drei in einer Reihe. Oh, eine vierköpfige Familie. Seitdem der Ladenbesitzer ein Schwein geworden ist, gibt es hier nichts mehr zu essen. Nicht mal für die Kinder habe ich etwas. Was sollen wir tun? Mama, Hunger essen. Ach, Reisende, wenn du etwas zu essen hast, würdest du es wohl mit uns teilen? Habe ich was? Ihr könnt den Bratpilz haben von mir aus. Oh, vielen Dank. Die Kinder werden sich freuen. Zum Dank nimm diese Kleinigkeit. Oh, ein Sternenwind. Sternschuppenhagel gegen alle Gegner. Angriffskraft 6. Boah, ich wusste nicht, dass man sowas Geiles schon bekommt. Ach, Reisende, woher kommst du eigentlich? Also Pilzkönigreich, ohne die Glocke. Ja, jetzt hat sich die Mutter in ein Schwein verwandelt. Unsere Mutter ist ein Schwein geworden. Tut mir echt leid um euch, aber wenigstens habt ihr jetzt eine warme Mahlzeit. Wieso rede ich ja nicht nur mit den Raben? Die sagen sowieso nichts. Der Mond ist das einzig Verlässliche in diesem Dorf. Deshalb bete ich zu ihm. Oh Mond, lass mich kein Schwein werden. Esse auch bestimmt kein Schweinefleisch mehr. Sollte man in solcher Situation sowieso nicht machen, ne? Die Raben juckt es überhaupt nicht. Oh, im Itemladen scheint jemand zu weinen, ne? Man hat ja gesagt, hier gäbe es zurzeit nichts. Oh, ein Kunde. Entschuldigung, wir haben heute geschlossen. Wie bitte? Ihr wollt wissen, warum? Mein Mann ist zum Schwein geworden. Zum Schwein. Gestern ist er in den Wald gegangen, Kräuter suchen. Er blieb lange weg und plötzlich kam er in dieser Gestalt wieder. Im Streit sagte ich mal, er könne von mir aus ein Schwein werden. Aber dass er wirklich ein Schwein wird... Das ist das zu viel, was so schnell wegging und was auch nicht interessiert. Hörst du mir eigentlich zu? Kannst du ihn nicht irgendwie zurückverwandeln? Ich würde alles tun, um dir dabei zu helfen. Wenn du irgendwas brauchst, kannst du dich in diesem Lager frei bedienen. So ist auch zugeschlossen. Was, die Tür ist verschlossen? Vielleicht hat mein Mann den Schlüssel im Wald verloren. Ich fürchte, um das Problem hier zu lösen, muss ich erst diesen Geist... Ja, nicht töten, weil er ist ja schon tot. In den Arsch treten. Also ich denke, wenn schon ein Schwein dann ein richtig fettes. So ein klapperdürres Ding ist doch kein echtes Schwein, oder? Echt, da würde ich lieber nochmal drüber nachdenken. Wenn du fett wärst, bist dann, wird man dich erst recht essen, ne?
Weißt du? Dieser Weg führt in den Wald. Dort soll ein schrecklicher Geist wohnen. Wenn ihr trotzdem gehen wollt, müsst ihr den Dorfvorsteher um Erlaubnis fragen. Was denn sonst noch? Egal, gehen wir zum Dorfvorsteher. Wieso hat er mir sofort die Erlaubnis gegeben, wo wir das erste Mal bei ihm waren? Ach, dann gehen wir nochmal zurück. Oh nein, die Glocke. Hey Bomber, die Glocke. Der hat es bestimmt schon wieder einen erwischt. Keine Panik, hat nur Spaß gemacht. Ja, damit hättest du mir sowieso keine Angst gemacht, weil es werden ja nur die Dörfler in Schweine verwandelt und nicht irgendwelche Fremden, ne? Oh nein, aber es hat den Dorfvorsteher erwischt, das auch noch. Oh oh, dieser Schwein hier ist doch wohl nicht der Dorfvorsteher? Und jetzt? So kann er uns wohl kaum die Genehmigung geben, das Tor zu passieren. Ja, hoffen wir mal, dass der Typ das als Ausrede gelten lässt. Ich glaub's zwar ehrlich gesagt nicht, aber versuchen kann man's ja mal. Ach, die Glocke läutet schon wieder. Ach, und diesmal ist ihn erwischt. Hey, der Wächter ist weg. Oh, der ist wohl als kleines Schwein da. Kann uns nur recht sein. Also los, gehen wir einfach. Ja, mit dem kann man auch nur Mitleid haben in dem Fall. Sorry, aber wir müssen hier unbedingt weiter. Oh, eine Hütte. Das ist ein schwarzer Schlüssel. Ach, das kennen wir doch, oder? Aber wir gehen trotzdem mal ein bisschen weiter noch. Also wir wissen noch nicht, wo die Truhe ist. Oh, aber das sind neue Gegner. Und nein, das sind keine Goombas. Sie sehen zwar so aus wie welche, aber sie haben eine Besonderheit. Und zwar eine ziemliche. Oh, der hat auch noch eine Tarnkappe. Also theoretisch sollte ich den hier eigentlich am ehesten noch eliminieren. Also den mit der Tarnkappe. Was sind das denn für welche? Hyper Goombas. Was können die so? Das ist ein Hyper Goomba. Das sind, also hyperstarke Goombas. Maximal KP 8, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wenn sie sich aufladen, ist die Angriffskraft im nächsten Zug 8. Solltest du sie also schnell erledigen, bevor es zu weit kommt. Wenn das nicht geht, solltest du vielleicht besser fliehen. Oh, und jetzt setzt natürlich die Tarnkappe ein gleich. Und der andere lädt sich auf. Aber komm, dann eliminiere ich erstmal den hier mit einer Stampfattacke. Also die sollte man nicht unterschätzen, wenn sie 8 Angriffskraft haben, dann. Wie viel KP habe ich jetzt gerade? 20. Da könnten die mich auf jeden Fall ziemlich leicht besiegen. Ja. Na verdammt. Komm, Bombina, triffst du wenigstens? Auch nicht. Jetzt ist der wieder im Hyper-Modus. Ich hab halt leider nichts, dem ich ihn, also ich hab halt nichts zum Verstecken, ja. Ich hab höchstens selbst eine Tarnkappe. Komm, ich gebe ihm Donnerblitz. Eine geile Attacke bei Pokémon und auch hier. Man sieht. Angriffskraft 5. Aber halt nur gegen einen Gegner leider. Na toll, mehr Geld brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mehr Sternpunkte hab ich mich hier gefreut. Na dann. Nehmen wir halt das bisschen Geld noch mit. Hier was? Nee. Diese Blöcke hier sollen, checke ich ja auch nicht. Die zerbrechen ja einfach nur. Hier ist nur Geld drin. Jetzt haben wir noch die geflügelte Version. Das sind gleich 3 von denen. Aber den einen eliminiere ich jetzt zumindest schon mal. Die heißen Hypra Goomba. Bra. Das ist ein Hypra Goomba. Hypra Goombas sind Hyper Goombas mit Flügeln. Heißt immer KP 1, Klasse 2 Verteidigung 0. Wenn sie sich aufladen, dann machen sie genauso wie die anderen 8 Schaden. Wenn sie Schaden erleiden, verlieren sie ihre Flügel und werden zu Hyper Goombas. Aber da sind sie immer noch gefährlich genug, also pass auf. Ja, ansonsten sind sie aber ganz normale Paragumbas. Nur das Aufladen macht sie halt besonders. Ja. Aber an sich habe ich. Leuchtet mir nicht wirklich ein, warum es diese Gegnerkategorie überhaupt gibt. Weil. Ja, dann hätten sie halt. Ja, wobei. Ja, doch, macht schon Sinn.
Aber ich hätte mir auch hier ganz neue Gegner gewünscht. Gibt's aber auch, keine Sorge. Also, oh, jetzt haben wir noch den mit der, ja, mit dem Stachelhelm. In dreifacher Ausführung und wir haben ein Brunlaken. Interesting. Das Brunlaken ist ein sehr cooles Item, denn damit kann man sich unsichtbar machen und damit, ja, nimmt man keinen Schaden mehr. Für ein paar Runden zumindest. Das ist ein Ein Hysterie Goomba. Hysterie Goombas sind hyperstarke Peaks Goombas. Maximal KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wenn sie sich aufladen, ist sie Angriffskraft im nächsten Zug 9! Schreckliche Biester! Wenn du sie nicht schnell erledigst, bringst du dich in erste Schwierigkeiten. Aber irgendwie müsste man ihren Attacken doch ausweichen können. Ja, das sind wir leider noch nicht in der Lage für. Und der nutzt das Brunlaken, ja. Um den anderen unsichtbar zu machen. Ja, toll. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Mach mal Maxi beben. Weil ich habe jetzt keinen Bock, hier neuen Schaden zu fressen, ne? Beziehungsweise, wenn ich es abwehre, 7. Ja, verdammt. Wieso rieche ich das eigentlich nie perfekt hin, ne? Nimmt er nicht Schaden dadurch? Gut. Und da ist doch ein Wutbeben hinterher. Was den anderen natürlich nicht trifft. Ja klar, als ob ich jetzt noch eingefroren bin, weißt du? Und er macht mir die vollen neuen Schaden. Und es ist noch 2, 3 hinterher. Und es ist auch durch die das Eis 2. Ja, natürlich. Verdammt, das Drecksvieh. Also mit Gumbrina kann ich endlich nicht mehr weiterkämpfen, ne? Oder soll ich mal... Weil kommt noch irgendein Gegner, den ich scannen müsste? Ja doch, einen gäbe es noch. Oder? Oh, da ist das da ist noch ein weiterer Schweine. Und der Schlüssel. Den hole ich doch ganz fix mit Kupio. Ja. Ladenschlüssel. Öffne die Tür im Lagerraum des Laden. Und ich kann nicht reden. Cool. Na dann, auf zurück zum Laden. So, jetzt können wir eigentlich sehen, was hinter dem, was sich im Lager befindet. Ich es mir schon denken kann. Oh, ziemlich geile Sachen. Ein Gelee Royal, nahrhafter Snack, stellt 50 BP wieder her. Im Prinzip das gleiche wie ein Superpilz, nur für BP. Das Brunlaken habe ich auch schon erklärt. Ein Lebenspilz. Und hier drin ist noch der ein Verteidiger. Weiterer. Aber ich kann ja noch meine Ort mal bearbeiten, nämlich der Anti-V-Hieb, den kann ich jetzt raustun. Ja, Charge eigentlich auch. Und stattdessen tue ich mal... Ja, den Blumensegen an. So, und hier ist wieder eine schwarze Truhe. Was höre ich da? Ist da jemand? Hätte nie gedacht, dass sich eine Menschenseele an diesem entlegenen Ort verirrt. Was? Du hast schon einmal so eine Kiste gesehen? Ja, zweimal. Niemals, das kann nicht sein. Das hatte absolut nichts mit mir zu tun. Natürlich nicht. Ich bin friedlich und ich habe nur eine Bitte an dich. Hol mich heraus. Was? Ich würde dich mit einem Fluch belegen, wenn du mich rauslässt? Wenn du das so nennen willst. Ich werde dir eine wundervolle Fähigkeit verleihen. Na, wie wäre das? Ich bitte dich, finde den Schlüssel und öffne die Kiste. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Du bist meine letzte Hoffnung. Bitte. Okay, wenn du mich sonst so lieb drum bittest. Du Tor!
Du hattest wohl gedacht, du befreist eine Prinzessin oder sowas. Aber nein. Und wie versprochen kommt es bei fürchterlicher Fluch. Mein Fluch ist schrecklich. Dein Körper rollt sich zusammen und kugelt herum. So sei denn verflucht. Damit wirst du verflucht. Selber schuld. Sobald der Fluch wirkt, wirst du nicht mehr laufen können. Ein köstliches Vergnügen. Oder zeig mir deine gepeinigte Gestalt. Halte R gedrückt und dreht dann den Control-Stick mehrmals. Oh nein, ist das schlimm. Was für eine Witzfigur. Du kannst jetzt nur noch lächerlich herumkullern. Hast du verstanden, wie es funktioniert? Boah. Wenn du B drückst, wird der Fluch von dir genommen. Merk dir das. Und nun lebe wohl, du Narr. Typisch Geister. Fühlen sich cool, merken aber selbst nicht, dass sie mir eigentlich nur weiterhelfen. Na dann, im nächsten Part werden wir dann werden wir durch den Baumstamm durchrollen und unseren Weg fortsetzen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.